Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich wollte heute eigentlich einen Livestream mit euch machen, aber wir haben Stromausfall. Vielleicht kommt doch noch, aber ja, dann mache ich halt das Video. Gut, na, es geht weiter, die Story mit der Krätze. Leute, es ist eine never-ending Story. Also, aber ich finde, es ist ganz schön interessant, mal zu schauen, was hier so die Ärzte sagen. Jetzt kommen die Fliegen, schau wieder. Ihr müsst immer denken, wir haben total viele Fliegen im Haus, ne? Keine Ahnung. Haben wir aber nicht. Ja, okay. Das ist einfach ja, ein Ärztemarathon, weil, oder man weiß ja nie, ist es Krätze, ist es der Pilz, den der Has hat, ist es irgendwie, kommt es von den Medikamenten, habe ich eine Allergie gegen das Waschpulver, ne, wegen, oder ist es einfach die Dexamethason, dass es noch irgendwie nachwirkt, also dieses Medikamentenzeug. Es war eine Zeit lang besser, ich habe mit Salz und Apfelessig gebadet, dann ging der Juckreiz weg. Bettwäsche immer gewechselt und geschaut, alles klar. Ja, irgendwie. Ne? Und die Mausi, bei ihr sind die, das waren Mückenstiche, die hatte das nicht. Ja, und was soll ich sagen? Also ich habe dann immer gedacht, nee, das ist doch keine Krätze. Und der Mahmoud hat nichts bekommen, Jonas auch nicht. Das wäre ja dann voll rumgegangen, weil die Kinder legen sich morgens immer in mein Bett auch, ne? Ja, auf jeden Fall der Juckreiz, manchmal ist er weg und vor allem nach dem Mittagsschlaf, ganzer Körper juckt, wie krass. Und ich so, Hilfe, das ist das Bett, da ist irgendwas drin. Mahmoud, ne, Mahmoud kommt, wir nehmen die ganzen Bettwäsche, die ganzen Bettdecken in die Sonne. Ihr habt ja gesehen, auf dem anderen Kanal, da ist immer die Bettwäsche zum Lüften. Ne, ich kann ja da noch nicht verraten, dass ich die Krätze hatte oder hab oder was auch immer, das kommt noch. Ja, lüften, so. Und dann immer wieder, ja, immer wieder dieser Juckreiz. Voll komisch. Ja, irgendwie sage ich dann auch der Schwägerin dann, du, schau mal, ich habe hier Hassasia, eine Allergie, Urticaria oder eine Urticaria, anyway. Dann habe ich den Termin für diesen Arzt für meine Roddy-Schilddrüse, ne? Habe erstmal Blut abgegeben und ja, dann kamen die Werte, sieht für mich alles normal aus, aber ich bin ja kein Arzt, ne? Dann gehe ich zu dem Arzt mit meinem Blutcheck. Was sagt der Arzt? Du hast nichts mit der Schilddrüse. Keine Über-, keine Unterfunktion, nichts. Und das freut mich besonders, weil ich bin total aktiv und ich habe auch abgenommen, ohne dass ich es will. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, ich war ja bei diesem Frauenarzt-Doktor erstmal, ne, auf der Waage, war oh, mit den ganzen Abayas und abends viel gegessen, standen da 77 Kilo. Ich habe es ja gar nicht sagen wollen im letzten Video. Ich so, was, 77? Da war ich schon voll geschockt, das gibt's doch gar nicht. Na, und jetzt wiege ich 73 Kilo morgens, 74 Kilo abends. Ja, Alhamdulillah. Also abgenommen durch die ganze Bewegung hier. Ne, ich bin noch mehr aktiver, ich bin mehr so, keine Ahnung, ne, gut gelaunt. Und ja, dann sagt der Arzt, ich habe nämlich gedacht, ich habe eine Hyperfunktion, eine Überfunktion, dass ich abnehme. Und das wäre natürlich doof, wenn ich dann Tabletten schlucken muss, dann geht das Abnehmen weg. Jetzt kommt Ramadan, da werde ich auch wieder 3-4 Kilo abnehmen, inshallah. Also dann komme ich unter 70. Ach, das freut mich, das freut mich. Ja, anyway, dann der Arzt sagt, das ist ein Drug Erosion. Hat er gesagt. Also es kommt von den ganzen Medikamenten, die ich genommen habe, dass es überall juckt. Und sage ich, ah ja, super, dann ist es das nicht. Gut, nach 2-3 Tagen fängt es wieder voll an zu jucken. Oh Leute, und ich so, sag mal, wir haben die Bettdecke wieder reingebracht und dann fängt es an wieder an. Und ich so, kommt es daher, dann sind die Viecher da in der Bettdecke. Meine Schwägerinnen habe ich es dann gebeichtet, weil das ist bei den Ägyptern, ne, ein Tabuthema. Was, Krätze? Na, ich habe dann gesagt, also der Hase hatte ja Krätze, sagen die, aber ich denke, das ist eine Fungal, also Pilz. Und ja. Dann sagt die, nein, du hast keine Krätze, das sind bestimmt die Milben. Dann sagte mir die Schwiegermutter auch, sie hatte auch mal, vor 2 Jahren hatte sie enormen Milbenbefall und die Milben sind überall, ne, bei ihr zwischen die Beine hier und das, also diese hat sie nicht gesehen, aber das hat gejuckt. Dann hat sie auch Medizin bekommen und ist dann erstmal nicht mehr in den Stall gegangen und hat auch die Hühner behandelt. Das wusste ich gar nicht, das hat sie gar nicht, also ist ja peinlich, ne, weil es sich juckt, das erzählen die Leute nicht. Aber jetzt, wo ich es habe, das erzählen sie dann. Ah, das ist mir auch passiert, das ist kein Problem. Geh halt nicht mehr in den Stall, sage ich bei denen. Wir haben jetzt über 100 Tiere im Stall, wer soll denn da in den Stall gehen? Mein Mann schläft doch immer länger und ich stehe morgens auf und gebe schnell den kleinen Tieren ihr Futter und Wasser. Ach, und außerdem, das geht, ich gehe in den Stall. Ja, habe ich gesagt. Gut, dann sag ich Mahmoud, also es bringt nichts. Der Arzt dieser, nicht Frauenarzt, der
der Schilddrüsenarzt sagte mir, hatte mir was aufgeschrieben, das hat auch nicht gewirkt. Ich habe auch gesagt, also das ist bestimmt keine Medikamentending, das ist die Krätze, jetzt müssen wir zu einem anderen Arzt gehen. Naja, Mahmoud sagt, da ist eine gute Ärztin im anderen Dorf, komm mit, da gehen wir jetzt hin. Da war er auch schon mal mit der Amina, als sie einen Ausschlag hatte. Und ich, na gut, gehe ich da hin, dann gucke ich mich um, jetzt bin ich schon wieder bei einem anderen. Das ist doch ein Kinderarzt, jetzt gehe ich mit der Krätze zum Kinderarzt. Sag ich auch zu meinem Mann, ganz toll. Ja, sitze mal da beim Kinderarzt, wir kommen sofort ran, das war nachts. Und das Beste war ja, der Amu Sabri, der hat sich hier ein riesen Holz reingerammt von der Palme. Und dann hat sich das nach 3, 4 Tagen entzündet. Es war so eine Beule und das hat die rausoperiert. Der Kinderarzt, da geht sogar der Onkel Sabri, geht da hin und lässt sich da behandeln von der Kinderärztin. Naja gut, ich habe zu Mahmoud gesagt, dass du gleich weißt, ich ziehe mich da nicht aus, ich mag das nicht, ich zeige ihr meine Arme und sie kann die Beine sehen. Mehr mache ich nicht auf. Und was war? Macht ihm noch einen Ultraschall von meinem Bauch und ich so, ich will keinen Ultraschall, ich bin nicht schwanger oder ich habe keine Kinder. Weißt du, Ultraschall für was, wenn du Hautirritationen hast? Was soll denn das sein? Keine Ahnung, was sie da geguckt hat. Nach den Nieren und hat überall gedrückt, tut's weh, es tut gar nichts weh, mich juckt's nur. Aber, naja, dann lacht die noch und ich so, ich möchte mich aber nicht ausziehen. Ne? Die, ja, nur hier, nur hier. Und sag ich, okay, dann zieht die da so runter. Weißt du, also, es war eine unangenehme Sache. Naja, gut, mit dem Ultraschall, das ist doch alles. Die wollte doch nur Glotze. Junge Ärztin, was haben die Deutschen unter dem Pulli? Sagt, das war sehr unangenehm. Naja, gut, da bin ich immer genannt. Dann haben wir das gemacht. Ich dachte nur, naja, ja, komm, die hat doch keine Ahnung. Wir machen das halt. Vielleicht hat sie ja ein Mittel. Man weiß es nicht. Irgendein Arzt wird mir was finden. Ne? Der Frauenarzt hat gesehen, dass ich was mit der Schilddrüse hatte, aber hat nicht. Oder nee, der hat mich ja zu Corona-Test geschickt. Hör mal auf. Jetzt beim Kinderarzt hat die mir erstmal eine Spritze verschrieben. Die habe ich gestern auch gleich bekommen. Dann hier Skin Soothing Lotion. Weiß ich nicht. After Exposure to Sunbeams. Whatever, also auch bei Sonnenbrand oder so. Das soll gut sein. Das habe ich noch nicht benutzt. Muss ich heute noch machen. Dann eine Tablette, Zyrtec. Das ist Tetrizin. Tetirizin. So, Dihydrochlorid. Das. Jalla. Ja, eine Tablette vom Schlafen. Hä, zwei Tabletten? Ach so, nee, das war die Creme vom Schlafen gehen. Gut, dann muss ich das heute auch noch nehmen. Morgens und abends. Okay, morgens und abends, zweimal am Tag. Diese nur abends, das ist eine gute Creme. Betamethason, das ist schon wieder eine Kortisoncreme, was will ich machen? Aber nur 15 Gramm, was denken die? Einmal am Tag eincremen. Ich habe mir jetzt einmal eingecremt und die Tube ist halb leer. Ich meine, so fett bin ich ja auch nicht, dass ich da muss ich jeden Tag so eine Tube kaufen. Also das langt mir nicht für den ganzen Körper wieder. Aber Leute, ich bin krätzefrei. Sie hat gesagt, es ist keine Krätze, sagt die Tierärztin. Ja, das wäre zum Tierarzt noch. Leute, ich höre euch lachen. Ich bin auch neben da. Ich denke nur an meine Tiere, gell? Das wäre es, wenn mein Mann mich zum Tierarzt schleppt. Dann ist rum. Dann ist die Scheidung vorprogrammiert. Wir kommen, jetzt gehen wir mal zum Tierarzt mit dir. Das ist das Gleiche. Weil ich habe schon zu meinem Mann gesagt, guck, ich nehme jetzt die Creme von dem Haas. Der Haas ist wieder gesund und mich juckt der ganze Körper. Wirklich, gestern war es ganz krass. Ich habe so gejuckt, den ganzen Arm, hier, die Beine und alles rot. Mahmoud hat dann auch gesagt, also komisch, ein Abstand gegangen. Das ist doch Jarab, das ist doch Krätze. Hanoi, Krätze. Die Ärztin sagt, sie weiß es nicht, es kann vom Waschmittel sein, es kann, ich soll Urin abgeben. Ich so, was? Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Was hat denn das mit der Haut zu tun? Urin, das machen wir nicht. Ich so, das ist doch voll übertrieben. Ich nehme jetzt dieses Mittel und wir haben gesagt, wir geben dieser Kinderärztin, wir geben dieser Kinderärztin 2 Tage Chance. Wenn es besser wird, halas, aber ich mache trotzdem keinen Test. Für was denn? Das ist bestimmt von den ganzen Mitteln. Na, hinten juckt es mich an. Also, es ist noch ein Juckreiz da, Leute, aber ich merke, es ist super. Normal, wenn ich aufwache, juckt es immer noch. Aber heute ist es fast weg. Und jetzt nehme ich schön meine Mittelchen. Die Spritze, die ist gegen eine, wie soll man sagen, eine allergische Reaktion. Und das ist sofort weggegangen alles. Wahrscheinlich wegen dieser Medizin. Leute, die Geschichte habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ich bin mal, als wir noch die Kühe hatten, morgens in den Stall gegangen zum Melken, ne? Also mit der Abaya und es war heiß und die Ägypter, also ich trage keine Leggings im Sommer unter der Abaya, normale Unterwäsche und laufe in den Stall rein.
Bin beim Melken, auf einmal spüre ich einen ganz stechenden Schmerz. Die hat mich am Oberschenkel, Innenschenkel, wo die Haut so ganz sensibel ist, voll gebissen oder gestochen. Und ich wusste nicht, was es ist. War es eine Schlange? War es ein Skorpion, eine Wespe oder eine Biene? Was ganz, und die Schmerzen haben gar nicht aufgehört. Das war 10 Minuten Vollpower. Und dann war das auch noch so 2 Punkte. Und ich so, die ist doch eine Schlange. Da wieder voll Panik bekommen, der Schlangenbiss. Mit meinem Mann sofort ins Krankenhaus, ne, haben die mir die Spritze gleich. Ich glaube, das war so eine ähnliche gegen oder vielleicht noch was anderes. Und das hat gebrannt, ne, weil die haben gesagt, aber das ist kein Schlangenbiss, das sieht aus wie ein Wespenstich. Und genau dort, wo die Haut so sensibel ist, da tut es halt doppelt weh. Und ich bin sowieso eine Memme, mir tut ja alles voll weh. Und ja, mein Mann war auch wieder Angst, ne? Ich wieder mit meinen Sachen, ich krieg alles. Dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr melken, melk du den Schrott. Also krieg immer irgendwas hier im Stall. Ja, das ist die Stoche mit der Wespe. Und die Mausi, die hat nichts, die ist halt aber auch so sensibel wie ich, die hat das von mir geerbt, der tut auch immer alles sofort extrem weh. Und dann hat die auch gedacht, ja, das hat sie auch, das waren aber ganz normale Mückenstiche. Ja, das ist die Geschichte. Also doch keine Krätze, weil sonst würde es nicht wirken. Die ganzen Krätzemittel haben nämlich nicht geholfen, sondern die allergischen Sachen. Ich bin irgendwas allergisch gewesen, wo ich eingenommen habe. Aber ich nehme ja eigentlich gar nichts mehr ein. Das sind die Nachwirkungen von dem ganzen Antibiotika, Schmerzmittel, Kataflam, Ibuprofen, Kortisonspritze, Morphiumspritze. Alles hatte ich ja genommen die letzte Zeit, ne? Und dann ist der Körper halt total, ja. Aber im Internet steht ja auch, Krätze hat 2 bis 4 Wochen nach Jucken. Dann dachte ich mir, oh, das wird's sein. Und ich habe von diesen Krätzemittel, wo man nimmt über die Haut, man soll die schlucken und dann sterben die Viecher ab. Und ich habe 3-mal das genommen. Ne? Und weil ich gedacht, ja, das sind die Eier, die sind wieder geschlüpft. Hör mal auf. Ja, also immer im Abstand von 8 Tagen. Jetzt könnt ihr wissen, fast 3 Wochen den Schrott. Naja, gut, jetzt ist es aber besser. Der Kinderarzt hat es geregelt mit der Spritze und mit dem Krust. Wollen wir mal sehen. Also, ich habe ja der keine Chance gegeben, aber hey, die hat es gemacht. Die Kinderärztin. Anyway, das war's im Video. 12 Minuten haben wir es geschafft. Bla bla bla. Ich hoffe, ihr habt gut gelacht, wie ich auch. Und ja, ich bin jetzt happy. Alhamdulillah. Das war's im Video. Bis die Tage. Mein Selema. Bye, bye.